Die geldpolitische Einstellung der Notenbank bleibt neutral. Der Sing-Dollar-Index wird in der nächsten Zeit demnach unverändert bleiben. Der Sing-Dollar selbst könnte aber sinken. Irin Cheung, ANZ. Aufgrund niedriger Zuwachsindikatoren ist der Singapur-Dollar auf einen neuen, seit 7 Monaten nicht mehr gesehenen Tiefstand gerutscht. Irene, wie wird sich das US-Dollar-Sing-Dollar-Paar in der nahen Zukunft verhalten, vor allem vor dem Hintergrund heute veröffentlichter positiver Daten zum Handelsüberschuss in Singapur? Wir nehmen an, dass dieses Währungspaar steigen wird, vor allem weil die amerikanische Notenbank den Zins im Dezember anheben wird. Die Märkte haben eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte in die Preise zwar eingerechnet, jedoch nicht vollständig. Der Greenback wird seine Positionen stärken. Aus diesem Grund wird auch unser Währungspaar in der nächsten Zeit über die aktuellen Niveaus steigen. Die positiven Daten zum Handelsüberschuss unterstützen den Sing-Dollar. Die Notenbank von Singapur hatte während der Sitzung am vergangenen Freitag jedoch veröffentlicht, dass sie im Falle sinkender Daten zur Inflation oder zum BIP, dem Sing-Dollar-Index, einen Abstieg ermöglichen wird. Und zwar bis in die untere Hälfte des vorgesehenen geldpolitischen Bereiches. Und genau das ist es, was wir heute sehen. Der US-Dollar stärkt seine Positionen, während der Sing-Dollar seine Positionen aufgibt. Wird sich der Abwärtstrend des Sing-Dollars in der Mittelfrist fortsetzen, wenn wir annehmen, dass die amerikanische Notenbank den Zins in den kommenden 6 Monaten anheben wird? Ja, dieser Trend wird sich definitiv weiter fortsetzen, und zwar aufgrund des starken US-Dollars. Das US-Dollar-Sing-Paar ist nicht das einzige Währungspaar, welches steigen wird. Wir erwarten eine Leitzinserhöhung im Dezember, und zwar um 25 Basispunkte. So gut wie alle asiatischen Währungen werden ihre Positionen gegenüber dem starken Greenback aufgeben. Der Wechselkurs des Sing-Dollars gilt als der wesentliche Einflussfaktor auf die Geldpolitik in Singapur und als der wesentliche Katalysator, wenn es um den Handel geht. Wie wird sich dieses Währungspaar langfristig verhalten? Wie gesagt, die positiven Daten zum Handelsüberschuss haben dem Sing-Dollar zwar eine gewisse Unterstützung geboten. Die geldpolitische Einstellung der Notenbank bleibt neutral. Der Sing-Dollar-Index wird in der nächsten Zeit demnach unverändert bleiben. Die Notenbank könnte dem Sing-Dollar aber einen Abstieg ermöglichen, und zwar in den unteren Bereich des vorgesehenen geldpolitischen Raumes. Die Rede ist von einem 2%igen Abstieg unter den mittleren Bereich. Aufgrund dieser Tatsache würde auch der nominale Wechselkurs des Sing-Dollars sinken und auch der Wechselkurs des Sing-Dollars gegenüber dem Greenback. Irene, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Liebe Zuschauer, verpassen Sie nicht die nächste Währungsprognose am Mittwoch und bleiben Sie dran, denn das Lukas Kopy TV-Team hat für Sie noch eine Menge weiterer interessanter Interviews vorbereitet.